9. Oktober. Herzlich willkommen zur 117. Demo. So, vorweg, ganz was Neues heute. Ich stehe mal ganz alleine hier vorne, weil mein Mann ist heute bei der Jahreshauptversammlung vom VLAB, von seinem Naturschutzverein. Und Jahreshauptversammlung kann man halt nicht einfach so verschieben, deswegen bin ich alleine heute hier. Und ja, von den Auflagen her, es ging ja jetzt durch die Telegram-Gruppen einiges durch, dass es neue Auflagen gäbe in Nürnberg oder in Stuttgart oder sowas. Uns trifft es noch nicht. Wir haben noch die 150 Teilnehmer und 1,50 Meter Abstand und sonst alles wie gewohnt. Also wir können noch ganz normal Demo machen, weil Forchheim hat ja auch noch ganz normale Zahlen. Und damit ist das alles problemlos. Wie wir jetzt die letzten Wochen schon festgestellt haben, unsere Forderungen, die sind wichtig. Deswegen, auch wenn sie uns nicht so erfüllt werden, wie wir uns das wünschen, wollen wir sie doch immer wieder vortragen. Mag denn irgendwer vorkommen und die Forderungen vortragen oder soll ich es selber machen? Hier? Ach, da drüben. Ja, klar. Stehen ja alle hier, müssen nur abgelesen werden. Glasflaschen sind bei uns auch verboten auf der Demo. Alkohol ist nicht das Problem, die Glasflasche ist es. Bei uns ist es die Glasflasche. Also, bei uns ist es Plastik. Ja, nur Plastik, kein Glas. Also in Nürnberg achtet darauf, dass jetzt keine Menschen mehr zu Alkoholikern werden. Schon länger. Also nimm das Mikro vor den Mund. Und hier stehen die Forderungen. Dabei unabhängig geht's los, bis runter. Und das Mikro nah vor den Mund. Also, wir fordern unabhängige Aufklärung aller Geschehnisse im Zusammenhang mit Corona. Sofortige Beendigung aller Corona-Maßnahmen. Keine Zwangstests und keine Corona-Apps. Keine Benachteiligung ungeimpfter Menschen. Weg mit Meinungsdiktatur und Zwangsmaßnahmen. Weg mit den gesundheitsschädlichen Masken. Die freie Wahl der Medizin und Impffreiheit. Das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung. Wir wollen frei von staatlicher Kontrolle leben. Wir wollen in Frieden und Freiheit mit Herz und Verstand leben. Dankeschön, das waren unsere Forderungen. Genau, und die Plastikflasche wieder mitnehmen. So, ich will noch mal auf ein Thema kurz eingehen, oder zwei Themen kurz eingehen. Das eine ist, ihr habt es ja in der Gruppe mitbekommen, ist es im Moment ganz schön Verwirrung. 16 Uhr, 15 Uhr, 11 Uhr, was denn nun? Wann ist denn eigentlich Demo in Forchheim? Der Paradeplatz wird jetzt anscheinend mehr und mehr benutzt und deswegen haben wir nicht mehr so einfach unsere Zeiten Samstag 11 Uhr und Sonntag 18 Uhr bekommen. Zusätzlich haben wir dann gesagt, Sonntag 18 Uhr, das wird fall, bis dass wir hier um 19 Uhr oder gar 20 Uhr fertig sind, ganz schön kalt. Und deswegen sind wir jetzt am Suchen nach neuen Ideen und neuen Wegen für unsere Demo. Und Rainer ist heute leider nicht dabei, deswegen sage ich einfach mal so in die Runde, schlagt uns doch mal vor, was ihr für Ideen habt.
jetzt nicht gleich heute, vielleicht eher in Telegram oder dann morgen. Wir wollen mal wissen, was wären es denn für Uhrzeiten, die passender wären. Ich glaube, das Samstag 11 Uhr ist gar nicht so schlecht, aber Sonntag 18 Uhr, soll man da lieber auch 11 Uhr machen und soll man vielleicht am Sonntag eher einen Spaziergang durch die Stadt machen, anstatt hier zu stehen und uns abzufrieren? Oder machen wir mal so einen Aufzug, so wie die das in Nürnberg und München gemacht haben? Also es gibt unterschiedlichste Ideen und Überlegungen, aber wir waren uns nicht schlüssig, was soll man denn draus machen? Und deswegen habe ich gesagt, ich erzähle es euch heute mal, dann könnt ihr auch euch das mal im Kopf ein wenig überlegen und dann mal die nächsten Tage uns Feedback geben. Entweder morgen dann hier auf der Demo um 11 oder aber halt über Telegram oder uns anschreiben per E-Mail. Sind ja alle möglichen Kontaktwege offen. Also das war das eine. Und das andere war, was mir nochmal ein Thema ist, ich habe ja letzte Woche so schön dies als Abschluss meiner Rede dieses Bild hier mitgebracht, wo drauf steht, als Kind studiert man Erwachsene, um klug zu werden, und als Erwachsener studiert man Kinder, um wieder glücklich zu werden. Und ich habe letzte Woche das erste Mal eine Rede gehalten, wo ich gesagt habe, ich wünsche mir von euch allen oder von allen Menschen, nicht nur von den Demo-Teilnehmern, sondern schlussendlich von allen Menschen, dass wir wieder Gefühl zeigen, dass wir wieder ins Gefühl kommen. Und ich habe gemerkt hier auf der Demo, wie ich gesagt habe, guckt euch mal alle an, grinst euch an oder werft euch Luftküsschen zu. Das kommt nicht so wirklich an. Das ist noch schwierig. Und ich verstehe das ja auch. Ich würde mich alleine auch nicht durch die Stadt laufen trauen und sagen, komm, wir verteilen jetzt mal überall Luftküsschen. Das müssen wir schon gemeinsam anfangen. Aber eins ist mir diese Woche ganz, ganz klar aufgefallen. Der wirklich große Unterschied zwischen uns und einem Computer oder einem Roboter oder einer sonstigen Maschine. Das sind die Gefühle. Das ist der einzige wirklich große Unterschied, den wir haben. Und wenn wir auf unsere Gefühle achten, dann können wir wahrnehmen, wie es unseren Mitmenschen geht. Dann können wir wahrnehmen, wie es zum Beispiel auch den Kindern mit der Maskenpflicht in der Schule geht oder mit der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das geht nur übers Gefühl. Eine andere Chance haben wir nicht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dieses Thema mit dem Gefühl jetzt immer mal wieder aufzubringen. Ich habe beschlossen, ich werde da nicht nachlassen. Wir haben so schön unseren Kreis, wo wir alle miteinander die Forderung aufgestellt haben für Frieden und Freiheit mit Liebe. Und diese Liebe, die konnte ich selber, wer es mitbekommen hat, seit Mai auf den Demos, ich konnte es nicht aussprechen. Ich habe mir selber, glaube ich, 3 oder 4 Wochen Zeit nehmen müssen, um zu lernen, dass ich das Wort Liebe auch wirklich ausspreche. Und auch ich habe eben nur einfach einen Entwicklungsprozess während all der Demos hier gemacht. Ich bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass Liebe eben das andere Gefühl ist zur Angst. Wir können nicht aus Liebe und Angst handeln. Wir können nur entweder aus Liebe oder aus Angst handeln. Und wenn wir diese Liebe wahrnehmen wollen, wenn wir lernen wollen, mehr ins Gefühl zu kommen, dann können wir oft gar nicht bei uns selber anfangen. Weil bei uns selbst, da sehen wir ja immer nur, wie miserabel ich das alles mache, welche schlechten Eigenschaften ich habe. Da ist es gar nicht so leicht festzustellen, ich mag mich so, wie ich bin. Ganz oft fällt uns das viel leichter, wenn wir dann unseren Lebenspartner anschauen, die Freundin oder einen Freund anschauen und sagen, dich mag ich. Und genauso kann das auch mit den Nachbarn gehen und sagen, ich mag dich. Und wenn wir denen dann mal hier auf der Demo unseren Nachbarn Luftküsschen schicken, ich mag euch alle, wisst ihr das? Weil ihr steht seit 6 Monaten mit mir hier auf dem Paradeplatz und zeigt, dass ihr diese Maskenpflicht nicht haben wollt.
ihr zeigt, dass ihr Menschen seid. Und deswegen werde ich das immer wieder anzetteln und werde es immer wieder versuchen, euch dazu zu bringen, dass ihr mehr lacht und dass wir alle zusammen ins Herz kommen. Und ansonsten haben wir natürlich heute wieder offenes Mikrofon. Wer nach vorne kommen mag und selber erzählen mag, was er denn so erlebt hat, was er für Ideen für uns hat, darf gerne nach vorne kommen. Einer rechts, einer links, wer will? Gerne. Hallo, ich bin Carola, Urgestein aus den Anfängen der Demo hier. Und bin ein bisschen außer Atem. Wir hatten ein dreistündiges Elternstehen-Auftreffen in der Tanzschule. Mein Kind hat super mitgemacht, war alles klasse. Und vielleicht haben es einige mitbekommen. Es gab ja gestern war ein Leserbrief veröffentlicht worden von einer Frau Laura Bernhardt. Offensichtlich eine Mutter aus der Kita Tisatler Tor, wie ich. Die das gar nicht so toll fand, dass unser OB Kirstein Nein zur Covid-Kids-Bavaria-Studie gesagt hat. Einige haben den Artikel vielleicht gelesen und ich möchte ihn euch wirklich vorenthalten. Das möchte euch den Tag nicht verderben. Aber der schrie förmlich nach einer Antwort, dieser Leserbrief. Die habe ich dann gestern geschrieben und auf meiner Facebook-Seite auf öffentlich gestellt. Und gerade eben nach einem Mutanfall habe ich diesen Text an die NN-Redaktion geschickt. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie ihn veröffentlichen, aber man weiß ja nie. So, aber ich lese ihn einfach mal vor. Leserbrief: OB sagt Studienteilnahme ab. Nordbayerische Nachrichten, 16.10.2020. Dieser kleine Text, der in einem durchweg überheblichen und kalten Duktus gehalten ist, strotzt meines Erachtens vor sachlichen Fehlern. Aber dies ist noch nicht das Schlimmste. Die Autorin endet schließlich höchst pathetisch mit einem Appell an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, inklusive unserem geschätzten OB Kirstein, dass es hier um die Gesundheit aller ginge. Und hier liegt ihr Denkfehler begraben. In der europäischen Geistesgeschichte der letzten 2000 Jahren ging es in erster Linie um die Würde des Menschen und nicht um die Gesundheit. Philosophisch betrachtet ist die Gesundheit etwas ziemlich Banales. Und deshalb lautet Artikel 1 unseres wunderbaren Grundgesetzes eben nicht: Ihr müsst alle gesund sein. Deshalb dürft ihr weder rauchen, Alkohol trinken, Junkfood essen, Feinstaub einatmen, eure Wohnungen verlassen, eure geliebten Enkelkinder treffen, alle zusammen Oster feiern oder sogar emotional toxische Beziehungen führen, sondern ganz im Gegenteil. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum hat die Autorin kein Gefühl für die Würde von kleinen Kindern? Warum hat sie kein Sensorium für die Würde von älteren Menschen, die man, ohne sie zu fragen, auf sehr rustikale Art von ihren Lieben isoliert hat, sodass hunderttausenden Senioren der Lebenssinn entglitt? Wer hat die Würde der Autorin so verletzt, dass sie nun kein Gespür für die Würde anderer Schwächerer hat? Ja, das sind sehr wahre Worte und vor allen Dingen finde ich es total gut zu fragen, wer hat die Würde dieser Dame so verletzt? Ich finde, das ist es eigentlich auch immer wieder, worum es geht. Die meisten Menschen, die aus Angst heraus handeln, haben selber irgendwann unter Angst anderer Menschen gelitten. Danke, Carola, für diesen Brief. Schauen wir mal. Ja.
Hallo Forschheim. Ich möchte erst mal so ein kleines Erlebnis berichten, was ich heute wieder so übers Telefon von einer netten Bekannten erfahren habe. Die ist ungefähr 10 Jahre älter als ich, noch sehr fit, geistig fit und körperlich fit. Und da habe ich ihr vor ein paar Wochen schon mal vorgeschlagen, weil ich ja WhatsApp jetzt mittlerweile gekündigt habe. Telegram, das ist ein Telegram. Ja, ich brauche kein WhatsApp mehr, tut mir leid. Also die paar, die noch WhatsApp haben, da tue ich halt über eine normale SMS den halt schreiben, wenn es sein muss. Aber ich habe kein WhatsApp mehr. Instagram habe ich mittlerweile auch gelöscht, weil ich überhaupt nicht weiß, für was das gut ist. Und meine Tochter hat mir vor kurzem wieder die Haare geschnitten, weil ich auch nicht mehr zum Friseur gehe. Aber das so nebenbei. Auf jeden Fall kam er dann ins Gespräch, ob ich nicht morgen mit ihr wandern gehen würde. Und da habe ich gesagt, ja, aber ihr geht ja essen und ich will mich nicht mehr registrieren lassen beim Essen, das mag ich nicht. Und dann kam er ins Gespräch wieder zu Telegram. Und die Bekannte hat gesagt, sie hat sich in Erlangen mit Studierten unterhalten. Und die haben gesagt, geh bloß nicht nach Telegram. Das sind alles Rechtsradikale dort. Und die werden auch da abgehört. Und dann habe ich gesagt zu der Bekannten, ja, meinst du in Google oder Facebook oder Twitter wirst du nicht abgehört? Ja, aber das sind alles Rechtsradikale, haben die Studierten gesagt. Gut, und dann habe ich mal auf Statista nachgeguckt, wie viel Telegram mittlerweile in Deutschland benutzt ist, sind 16 Millionen. Also wir haben mittlerweile 16 Millionen Rechtsradikale hier in Deutschland. Und es werden täglich mehr. Michael Ballweg hat ja heute in Stuttgart wieder gesprochen, da wird eine neue Telegram-Gruppe aufgemacht. Mal schauen, wie viel wir dann mehr werden nächsten Monat. So, und ich habe ja aus der Geschichte gelernt, aber anscheinend haben viele Mitbürger in Deutschland aus der Geschichte noch nicht gelernt. Und da möchte ich ein bisschen weiter zurückgehen, und zwar zu dem Feudalismus. Ganz früher gab es den Feudalismus und man hat die reichen Leute, die, sage ich mal, ja, die Minderheit waren, an der Kleidung erkannt. Und wenn das Volk dann genug hatte von diesen Leuten, dann ist man mit den Mistgabeln zu den Leuten gegangen und hat aufgeräumt. Das war ganz einfach gewesen. Man hat damals die Reichen an der Kleidung erkannt. So, und dann gab es irgendwann die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Und dann haben die Reichen wieder gesagt, die haben sich überlegt, was für eine Art von Demokratie bringen wir jetzt? Weil Feudalismus, das geht vielleicht nur 10 oder 20 Jahre gut und dann kommen die Leute wieder mit ihren Mistgabeln, das wäre nicht gut. Ja, und dann haben sie sich überlegt, es kann ja auch nicht sein, dass die wenigen Reichen das ganze Geld mit den Armen teilen, das geht ja auch nicht, das ist irgendwie nicht gut. Und da haben sie jetzt die Art von Demokratie, die wir jetzt auch haben, die repräsentative Demokratieform erfunden. Das heißt, die im Hintergrund agierenden Leute, die Reichen, die sieht man nicht mehr, man erkennt sie auch nicht an der Kleidung, sondern man hat halt jetzt die sogenannten Volksvertreter, das sind unsere Politiker, vorgeschoben als Marionetten. Es ist leider so. Und das Problem ist jetzt, wenn man bei Demonstrationen sagt, Merkel muss weg oder ein Herr Söder muss weg, das nützt nichts. Weil das System müsste weg, aber nicht die einzelnen Personen. Gut, wenn einer Söder jetzt gehen würde, per Volksentscheid oder was auch immer, wird halt eine andere Person kommen. Aber im Hintergrund die Leute, die agieren, selbst wenn man die jetzt, sage ich mal, nennen würde und man gedanklich auch wieder mit sogenannten Mistgabeln arbeiten würde, es würde nichts nützen, weil das Netzwerk noch existiert. Das ganze Netzwerk existiert noch und das ist das Problem, was wir heutzutage haben. Also wenn einzelne Personen auch, sage ich mal, gehen würden, unfreiwillig oder freiwillig, ist immer noch das ganze Netzwerk im Hintergrund. Das macht die Sache so schwierig. Und das merkt man auch jeden Tag, wenn man das in den Nachrichten verfolgt, im Mainstream und so, mit welcher Macht die gegen, sage ich mal, uns, wie die uns angehen. Ja, es ist, finde ich, halt sehr schade, aber da werden wir noch einen langen Weg haben. Vielen Dank. Ja, zum Thema Macht, wie die gegen uns angehen, fällt mir auch gerade was ein. Ich habe mir
auf eine Empfehlung hin von Leuten, die wirklich viel und lange auf Demos gehen, die 2000 und 2014, glaube ich, schon dabei waren, ein Buch besorgt. Ich weiß natürlich, wie ich immer so bin, den Titel nicht mehr und den Autor auch nicht, aber eine Geschichte aus dem Buch hat mich die Tage jetzt bewegt. Da haben die erzählt, es gab in Israel eine friedliche Widerstandsbewegung. Die haben ganz explizit 2014, ich kann die Jahreszahl auch nicht mehr genau, haben die versucht, einen friedlichen Widerstand in Israel mit ausländischen Widerstandskämpfern etwas zu unterstützen. Weil damals war das einfach so, dass wenn ausländische Widerstandskämpfer als Touristen da ins Land gekommen sind und dann irgendwo mitgegangen sind bei den Aktionen, wurde nicht geschossen. Weil auf einen Touristen von Deutschland, USA, Frankreich schießt man nicht. Und das haben die ganz lange durchgehalten. Das hat tatsächlich, so wie ich das in dem Buch gelesen habe, mal 2 Jahre gedauert. Und dann ist der Erste, wer auch immer von irgendeinem Geheimdienst hergegangen, hat eine junge Irin erschossen mit einem gezielten Schuss genau auf diese Frau. In den nächsten 3-4 Tagen wurden weitere Ausländer erschossen. Es waren, glaube ich, in Summe 4, 5. Und damit war die ganze Bewegung hin. Man stelle sich das einfach mal vor. Die haben die Menschen, die da als friedliche Schutzschilde verwendet wurden, einfach abgeschossen. Und haben gesagt, das Tabu ist uns jetzt egal. Es sind Menschen, die uns im Weg stehen. Und diesen Tabubruch begehen wir nur einmal. Danach gibt es dieses Tabu nicht mehr und dann gibt es auch die ganze friedliche Bewegung nicht mehr. Ich finde, das zeigt sehr schön, wie du, Uwe, gerade erzählt hast, dass dahinter halt einfach nur ein paar Mächtige sind, die dieses System aufrechterhalten wollen. Und denen es vollkommen egal ist, wie viele Menschen dabei sterben, wie viele Einzelschicksale es dann betrifft, wie viele Mütter hinterher weinen um ihre Kinder. Ich finde das irgendwie echt gruselig und es wird ganz, ganz dringend Zeit, dass wir unsere eigene Gesellschaft bauen. Wir sind diejenigen, die in dieser Gesellschaft leben. Und wir haben es in der Hand, unsere eigene Gesellschaft zu bauen und da nicht mitzumachen. Und als Beispiel dafür könnt ihr euch natürlich auch gerne an die Anja wenden, die sammelt Ideengruppe, jetzt steht sie gerade ganz da hinten. Also sie ist noch beim Ideensammeln, ein paar Ideen werden auch schon umgesetzt. Und wir machen hier in Forchheim aus diesen Demos, die den ganzen Sommer hier stattgefunden haben, mit all den Menschen, die sich hier kennengelernt haben, etwas Eigenes Neues. Und das ist das, was mir dann bei all diesen schlechten Nachrichten immer wieder Hoffnung macht. Ich finde, nur so kann es gehen. Wir kommen in eine wunderbare, schöne neue Zeit. Und wir schaffen es, die selber zu bauen. Wer mag denn noch nach vorne kommen? Einfach irgendeine Geschichte erzählen. Hallo. Kann ich gehört werden? Ja, versteht mich jeder. Also ich möchte über die Freude sprechen und das passt jetzt ganz gut als Anschluss an das, was meine Vorredner schon gesagt haben. Die Freude ist halt, finde ich, das, was uns am meisten hebt und trägt und begeistert. Und ja, Freude, schöne Götterfunken. Ja, das fällt mir dabei ein. Und heuer ist ja das Jahr, wo Beethoven diesen Text vertont hat.
Freude schöner Götterfunken. Und die Freude ist tatsächlich ein schöner Götterfunken. Ein Stück, wenn man so will, aus der göttlichen Essenz, die uns lebendig macht und erhebt und mit Leichtigkeit und Glück und Seligkeit erfüllt und inspiriert. Was kann die Freude alles machen? Sie ist eben ein Götterfunken, etwas aus der göttlichen Essenz. Also, und als erstes will ich sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hierher komme und dann all die Menschen sehe, die hier stehen. Und auf jeden Einzelnen freue ich mich. Und ich möchte am liebsten jeden Einzelnen umarmen. Es ist so schön, hier zu sein, herzukommen. Also, und da geht es, da fallen mir die vielen kleinen Freuden ein, die wir jetzt auch noch haben können und die wir einfach sehen sollten. Man kann sich zum Beispiel freuen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich es warm habe. Oder einfach, dass ich warme Füße habe. Oder sonst irgendwas. Alles Mögliche kann einen erfreuen. Und wenn man jetzt meint, ach, es ist aber alles andere als schön und mir fällt nichts ein, wie es ist drumherum alles so traurig und zieht einen runter. Ja, suche die Freuden. Du findest sie schon und lade jemand ein. Zu zweit kann man sich noch besser freuen. Allein kann man sich wohl freuen, aber zu mehreren kann man dann der Freude Ausdruck geben. Also ich hatte eine Zeit, wo ich Freude überhaupt nicht empfinden konnte. Da hatte ich solche Mauern um mich gebaut und ich kann mich erinnern, dass mich eine Freundin gefragt hat, na, freust du dich denn auf das, ich weiß nicht mehr, was es, irgendein Ereignis, eine Einladung oder Besuch oder Theater, sowas. Und habe ich blitzartig nachgedacht und gedacht, naja, ich werde mitgenommen, das sind wohl nette Leute, es wird ganz lustig zugehen. Ja, ich freue mich. Habe ich dann gesagt, aber das war ja nur im Kopf. Stellt euch mal vor, ich musste überlegen, ob ich mich freue. Ich musste es mit meinem Kopf überlegen, ist es wert, sich zu freuen? Oder ja, freue ich mich dann? Aber ich habe es nicht gespürt. Ich habe das überhaupt nicht innerlich gespürt. Und das meine ich eben, wenn wir zu zweit oder zu mehreren sind, dann können wir leichter der Freude Ausdruck geben. Jetzt ist es ganz anders. Ich könnte an die Decke hüpfen oder tanzen oder lachen und jubeln, in die Hände klatschen, wenn ich mich freue. Das ist ein Gefühl, das ist spürbar und leicht, das ist einfach erhebend. Also, und das sind die kleinen Freuden, die man finden kann und die man suchen sollte. Und jetzt komme ich auf eine Freude zu sprechen, die ist noch nicht da, aber die ist schon ewig her geplant, nämlich das neue Zeitalter. Wir gehen in eine ganz neue Welt, in ein neues Zeitalter. In eine schöne Welt, in eine wunderbare, schöne Welt. Und die ist natürlich jetzt noch nicht sichtbar. Wir müssen so ungefähr, also ich stelle mir es dann vor,
wie wenn wir jetzt auf einer Straße fahren würden, in einem Fahrzeug, das an einem Abhang entlang mit Steinschlag und vielen, vielen Schlaglöchern und Rutschgefahr. Wir könnten abrutschen. Wir müssen sehr aufpassen. Wir müssen Geduld haben. Und wir müssen vertrauen, dass wir das können. Und dass wir ankommen. Da hinten, da. Also ganz hinter den sieben Bergen sozusagen versteckt. Da liegt das gelobte Land. Da liegt die schöne Zeit. Und das schöne Sehen, das Land und die Zeit, die wir suchen, die wir ersehnen. Und wir wissen, dahin geht's. Dorthin kommt sie. Aber wir müssen erst noch diese Herausforderungen bestehen. Und also das ist auf jeden Fall so, dass wir halt die Zeit jetzt überbrücken müssen in Geduld, Vertrauen und Liebe. Und Harry Palmer, der Gründer von Avatar, der hat gesagt, jeder Moment, in dem du glücklich bist, ist ein Geschenk an den Rest der Welt. Ich habe das damals nicht verstanden. Gedacht, was merken die denn davon? Wie kann es denn sowas geben? Aber jetzt weiß ich, dass es so ist. Wenn wir glücklich sind und jeder Gedanke trägt dazu bei, jeder gute Gedanke, dann bildet sich sowas wie eine goldene Lichtglocke über uns, zum Beispiel über den Paradeplatz. Und die breitet sich aus in die ganze Welt. Und dann natürlich spürt das jeder. Natürlich kriegt das jeder mit. Wir atmen das hier ein. Wir atmen die Gedanken, die Gefühle, wir atmen sie ein. Sogar unsere Haut atmet sie ein. Darum kriegen wir das alle mit. Und manchmal denken wir, es kommt wie aus heiterem Himmel. Natürlich, es kommt wie aus heiterem Himmel. Denn es, was vorher noch nicht sichtbar war, das atmen wir ein. Das kriegen wir einfach mit. Und darum ist es wahr. Jeder Moment, in dem du glücklich bist, ist ein Geschenk an den Rest der Welt. Also es ist unsere Pflicht, glücklich zu sein. Und es gibt doch nichts Schöneres, als glücklich zu sein. Suchen wir uns Menschen oder Gelegenheiten, die mitmachen, die auch glücklich sein wollen. Und die sagen, ja, gut, ich mache mit. Das ist einfach toll und ja. Und es liegt alles außerdem, wie man es betrachtet. Ich kann ja etwas glücklich empfinden oder als schön empfinden, wenn ich glücklich bin und gut drauf bin. Zum Beispiel, also ich habe die Stadt Forchheim, sagen wir mal, die Stadt Forchheim. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und da fand ich sie als schönste Stadt der Welt. Ich habe natürlich noch keine Vergleiche gehabt als Kind. Und trotzdem, es war für mich die schönste Stadt der Welt, Nabel der Welt. Warum? Weil ich glücklich war. Eine gute, schöne, glückliche Kindheit und Jugendzeit gehabt habe. Und das hat sich dann eben auf alles gelegt. Deswegen war das eine schöne Stadt. Dann kamen auch andere Zeiten später, als ja,
Später, etliches später, dann war es so, da habe ich die Phase gehabt, wo ich Forchheim überhaupt nicht mehr als schöne Stadt, als wunderbare Stadt, in der man sich wohlfühlen kann, empfunden habe. Nachdem mein ältester Sohn tödlich verunglückt ist und daraufhin meine Ehe kaputt ging und mein Mann krank wurde und so weiter. Und da habe ich erlebt, dass Forchheimer den Gehsteig gewechselt haben, wenn sie mich gesehen haben. Ich weiß nicht warum, die konnten nicht damit umgehen. Und das fand ich natürlich furchtbar. Das war schlimm für mich. Und da war Forchheim auf einmal nicht mehr die schönste Stadt. Und es war nur ein mieses, fieses, schwarzes Nest. Ein ekelhaftes, schwarzes Nest. Und schwarz deshalb, weil ja die also CDU, CSU, die schwarzen Parteien halt regiert haben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was scheinheilig ist. Also die waren überall, stand es christlich dran, überall christlich im Vordergrund. Und da habe ich gemerkt, wie christlich die Forchheimer sind. Und das war für mich die erste Erfahrung mit scheinheiliger Welt. Das war eine schlimme Zeit. Und jetzt ist es die dritte Phase, es ist wieder umgekehrt. Jetzt hat hier auf dem Paradeplatz, ja, der ja auch schon andere geschichtliche Phasen erlebt hat, zum Beispiel das Abholzen der Bäume, was ich auch furchtbar empfand und sehr traurig für mich war. Und hier auf dem Paradeplatz wurde ja exorziert, darum heißt er ja Paradeplatz. Und es wurden, ja, also strengere Maßnahmen ergriffen. Hier vor der alten Wache, das wurde 1800 gebaut als Polizeigebäude, da war die Polizei untergebracht. Und ich kann mich noch erinnern, wie, also nicht an 1800, aber ich kann mich erinnern, wie man, wo ich klein war, wo es hieß, den hat man auf die Wache gebracht. Nicht zur Polizei, sondern auf die Wache wurde der irgendjemand mitgenommen, halt ein Übeltäter, ein Stänkerer oder so. Ja, und jetzt ist aber der Paradeplatz ein wunderbarer Versammlungsort für Lichtarbeiter. Für lauter Lichtträger. Und wir alle, wir sind Lichtarbeiter, ob wir es wissen oder nicht. Ja, wir sind alle Lichtarbeiter. Und das finde ich so schön, so wunderbar. Und darum fühlt man sich hier so wohl. Und das ist aus dem umliegenden Land kommen die Menschen gern nach Forchheim, weil sich hier so ein Wohlgefühl aufgebaut hat, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Gefühl, dass wir alle auf der gleichen Welle schwimmen. So eine Einheit, so einverstanden sein, wir, als würden wir uns alle kennen. Und das ist es, was ich für die Zukunft wünsche und sehe. So sehe ich auch die Zukunft. Also nicht wie irgendeine Behörde gebaut ist oder was die Politik macht oder was die Wirtschaft macht. Das weiß ich nicht, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Aber das Gefühl, das wir dann haben werden, das wird sein, dass wir freudig sind, dass wir
uns frei fühlen, dass wir froh sind, dass wir fröhlich sind, Freude empfinden, dass wir leben und dass wir hier sind, genau in der Zeit jetzt. Und dass wir einander einfach glücklich begegnen, dass wir uns einander umarmen dürfen, wann und wo wir wollen. Und so oft wir wollen und wen wir wollen. Und dass es einfach ein leichtes, glückliches, freudiges Gefühl sein wird in der Welt und in Forchheim. Danke. Ja, das war jetzt ein bisschen lang, aber es hat, glaube ich, ganz gut zu dem gepasst, was ich sage. Wir Menschen sind die, die Gefühl haben. Hätten wir kein Gefühl, wären wir Maschinen und Roboter. Mit Kamera? Ui! Hallo, hallo. Ja, es geht ja darum zu erzählen, was man so alles unter anderem erlebt. Und wir waren letzte Woche auf der Kundgebung, ich mag gar nicht mehr Demonstration sagen, das wirkt immer so ein bisschen abschreckend, auf der Kundgebung in Nürnberg, was eine ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltung war. Und normal hat die Wörderwiese ja immer so um die 300 bis 500 Teilnehmer und diesmal waren es sogar laut Polizei 2800, wahrscheinlich waren es sogar deutlich mehr. Wie wir dort ankamen, es ist das gleiche Bild wie hier. Also es ist, ich will keinem zu nahe treten, aber in der Regel Ü40, was auf dem Platz steht. Da sind auch vielleicht ein paar dabei, die eben drunter sind. Da sehe ich schon zwei. Und am Rand standen dann wie immer welche mit Plakaten, Nazis raus. Fand ich wieder total spannend. Also in dem Kreis waren alles 40-jährige Mittelständler, teilweise mit Kindern, mit, wie heißen die, Luftblasen, diese Pustedinger, wo man schöne Seifenblasen machen konnte. Also ein typisches Bild für eine Nazi-Demo. Und mein Mann und ich haben dann einfach mal so die Chance ergriffen, haben gedacht, wir wollen doch mal wissen, was diese Menschen da denken, die da außen standen. Und die waren so zwischen 16 und 28, glaube ich. Das waren nicht viele, also das standen drei Einzelne auf der einen Seite und vier auf der anderen gegenüber von 2800. War jetzt auch so ein bisschen eine Minderheit und wie gesagt, Nazis raus und Querdenken weg oder sowas. Und wir sind dann mal hingegangen, jeder zu einer Gruppe und haben einfach mal gefragt, was denn das soll? Also, wieso Nazis raus? Wo stehen denn hier Nazis? In der Regel kommt dann nicht wirklich viel, weil wenn man sagt, zeig mir doch mal hier einen Nazi, oder meinst du, ich bin einer? Nee. Und im Gespräch kommt dann wirklich raus, dass die wenig bis gar nichts wissen. Es ist wirklich dramatisch. Also die werden aufgestachelt, dahin zu gehen, was auch immer sie motiviert, da gegen uns zu demonstrieren. Und mein Mann hat dann mal gemeint, sag mal, merkst du eigentlich, dass wir hier in der verkehrten Welt leben? Die Leute da drin sind die Risikogruppe. Also da waren ja auch weit über 40, 50, 60, 70-Jährige dabei. Da drin steht die Risikogruppe und demonstriert dafür, dass die Masken wegkommen. Und ihr um eure Zukunft geht es ja. Ihr steht hier draußen und verteidigt die Maßnahmen. Irgendwie ist es doch verdrehte Welt. Dann sind wir mal auf RKI-Zahlen gekommen, haben gesagt, kennt ihr euch denn so ein bisschen mit den Zahlen aus aktuell? Ja, ganz schlimm, die Infektionszahlen. Dann haben wir es mal versucht, ein bisschen runterzubrechen und zu sagen, was sind denn 35 positive PCR-Tests auf 100.000 Menschen? Machen wir doch mal eine Prozentzahl draus. Also 35 kann man sich vorstellen. Und da hat man dann irgendwie 35 Menschen vor Augen oder 50, ja. Ich meine, ich glaube, weiß nicht, ist Forchheim jetzt schon gelb? Haben wir schon 35? Gestern waren es, glaube ich, 34,8 oder wo auch immer die 8 herkommt. Menschen, genau. Und dann habe ich gesagt, rechnet es mal auf 7 Tage. Es sind 0,035%. Es sind 0,035% und die Maßnahmen werden angezogen. Was ist denn das für eine Zahl?
Selbst die Ärztekammer sagt, dies ist keine medizinisch irgendwie evidenzbasierte Zahl. Also es hat nichts mit medizinischen Hintergründen zu tun. Es ist keine Zahl, bei der man weiß, wenn es 35 pro 100.000 ist, dann sterben die Menschen. Nö, es ist eine politisch gemachte Zahl, die überhaupt kein Fundament hat. Wissen die aber nicht. Ja? Was wirklich schön war auf dieser Demo ist, es war eine Stunde. Ich glaube, wir haben eine Stunde jeweils mit den Gruppen gesprochen. Es war sehr höflich, es war sehr angenehm und interessant war, es war jeweils ein Mädel dabei, bei meinem Mann und bei mir in der Gruppe. Die haben gar nichts gesagt, aber sie haben genickt. Egal, also wir haben ganz viel erzählt, auch von Sentinel-Praxen. Ich denke, jeder hier hat das schon mitbekommen, was eine Sentinel-Praxis ist. Also Wächterpraxen des RKIs, die deutschlandweit verstreut sind und Abstriche machen im Laufe des Jahres bei atemwegserkrankten Patienten. Und seit Mitte April ist kein einziger Covid-Abstrich dabei. Gar keiner. Nicht. Seit Mitte April gibt es keinen Covid-19-Patienten in der Wächterpraxis des RKIs. Steht auch der Seite des RKIs. Wenn man sich informiert und guckt, das wird nicht mal verheimlicht. Ja, also das heißt, wenn die kamen und sagen, ja, die Zahlen steigen und ganz schlimm, dann habe ich immer gesagt, ja, aber was steigt denn? Was steigt denn? Es steigen PCR-Tests an gesunden Menschen und es sitzen zu Hause gesunde Menschen, die sich am Fuß spielen und darauf warten, dass 14 Tage rum sind und dass sie wieder raus dürfen. Ja, aber es sind ja jetzt die Jungen, die krank sind. Sag ich, nee, es sind die Jungen, die in Urlaub gefahren sind und die auf der Rückreise testen mussten. Das ist passiert. Ja. Und also es war ganz, ganz toll und ich habe dann andere, es gab also auch ein paar Junge auf der Demo, wo ich mich mal umgedreht habe und gesagt habe, wo können wir euch denn mit ins Boot holen? Ich meine, ihr steht jetzt hier, aber was ist denn mit den Gleichaltrigen von euch? Was ist mit den 20- bis 30-Jährigen los? Und die standen leider dann und haben gesagt, wir wissen es auch nicht. Sie konnten es nicht sagen und ich kann wirklich immer nur jedem empfehlen, bleibt im Gespräch, redet, klärt auf. Ganz viele, die da draußen gegen uns sind und für die Maßnahmen, haben tatsächlich keinen Plan. Die haben nur Zahlen im Kopf mit 35 pro 100.000 und die Zahlen steigen. Die wissen nicht, dass die Krankenhäuser leer sind, die wissen nicht, dass wir keine Toten haben, die wissen nicht, dass es keine medizinischen Zahlen sind. Das wird leider alles draußen anders dargestellt. Wie wir ja gehört haben, es gibt ein anderes Ziel dahinter, das ist mittlerweile ja offensichtlich, wo die Reise hingeht. Ich merke allerdings, und das ist ein Mutmacher, dass bei mir in der Praxis ganz, ganz viele Menschen aufwachen, die zwar nicht auf Kundgebungen gehen, auch noch nicht so wahnsinnig viel machen, aber tatsächlich sagen, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht, ich kenne keinen Kranken, ich kenne keinen Toten und Mütter, die jetzt schon in die Situation gekommen sind und bei meiner Helferin, bei meiner einen ist es so, dass der Cousin, der ist im gleichen Haus, hatte in der Schulklasse einen positiven PCR-Test, er musste 14 Tage in Quarantäne und wie es so üblich ist, er darf nur, ich sag's mal derb, zum Kacken aufs Klo, musste ansonsten in seinem Zimmer bleiben und die Mutter hat das Essen vor die Tür zu stellen, sich von der Tür zu entfernen, damit das Kind das Essen reinholen kann. Und wer das einmal erlebt hat, weiß, ja, buh, muss man sagen, buh, ja. Und da sieht man es, die haben es auf die Generation abgesehen, es geht nicht um uns, es geht darum, dass die Generationen geteilt werden. Hier werden Ängste zwischen Großeltern und Enkeln geschürt, damit der Informationsaustausch nicht stattfindet. Die Weisheit der Alten darf nicht mehr an die Jugend weitergegeben werden. Und das ist das, was hier passiert. Das, was unsere Generation und was unsere Gesellschaft so wertvoll macht, dieser Generationenaustausch, die Erfahrungen der Alten und Weisen an die Jugend weiterzugeben. Ob sie immer darauf hören, ist ja egal, aber hier findet ein großer Austausch statt und genau den haben sie unterbrochen. Dass die Weisheit der Alten, die noch wissen, wie Freiheit ist, wie es noch vor 20, 30, 40 Jahren war, ja, also wie unbeschwert uns das Leben noch erschien, war mit Sicherheit auch da nicht immer alles so. Aber da ist eine Trennung, hat stattgefunden. Da geht dieser Riss durch die Gesellschaft. Tatsächlich, man sieht es auf den Kundgebungen, es ist der Riss durch die Generationen. Und diese Hürde müssen wir wieder überwinden. Ja, also, dass Enkel sich wieder trauen, auf ihre Großeltern zuzugehen und denen auch zuzuhören. Und dass Kinder mit ihren Eltern wieder ins Gespräch kommen und dass hier ein aktiver Austausch stattfindet. Und ich denke, wir sind in einer ganz spannenden Zeit und die nächsten 3 Wochen werden viel, viel zutage bringen. Ich finde es ganz spannend. Ich kann mich da öfter mal auch emotional ein bisschen rausnehmen und in die Beobachterposition gehen. Und
Ich denke, es ist eine ganz wichtige Zeit, wo wir mit Menschen reden und Menschen aufklären und dank, ich sag mal, Querdenken, Bodo Schiffmann, der gerade durch die Lande tourt. Ich beobachte das bei den Freiheitsboten, wie täglich die Zahlen hochgehen und wie gesagt, 16 Millionen bei Telegram, danke dir für die Info, die hatte ich noch nicht. Das ist toll, weil das auch ein Indiz für Menschen ist, die aufwachen, die anfangen, sich anderweitig zu informieren, als nur über die Mainstream-Medien. Und ja, also ganz toll, wie viele Menschen auch wieder hier sind und einen großen Applaus an euch und redet, redet, redet mit den Menschen und helft ihnen, die Augen aufzumachen. Ich danke euch. Das war eine wunderschöne Rede und was mir dabei noch auffiel, ich habe ganz vergessen, dass wir ja vor einer Woche in Nürnberg waren. Und was ich euch allen da mal noch mitbringen wollte, waren die Geschichten, die mir so passiert sind. Klar, ich bin natürlich unter den Demo-Organisatoren ein bisschen bekannt und habe da die Steffi aus Gunzenhausen getroffen und habe Leute aus Würzburg kennengelernt. Aber das war nicht das Problem oder das Thema an der Geschichte. Das, was mir echt aufgefallen ist, das ist das Forchheim. Leute, ihr glaubt nicht noch dazu, nachdem am Freitag oder Samstag war es, der Brief von unserem Oberbürgermeister Kirchstein durch den Rechtsanwalt Mario Bögelein im Internet veröffentlicht wurde. Was mir am Sonntag alles begegnet ist. Überall hieß es, ihr Forchheimer, ihr macht das so klasse. Ihr Forchheimer, ihr geht ja voran. Mensch, ihr Forchheimer, habt ihr einen tollen Bürgermeister. Aber überall gab es auch genau das Gegenteil, weil gerade in Facebook ist auch ganz schön geschossen worden. Und dafür bin ich der Meinung, dürfen wir uns bei unserem mutigen Oberbürgermeister Kirchstein erstmal richtig bedanken, dass er das aushält. Und das nächste, was ich da noch mitgeben möchte, ist auch ein Dankeschön an unsere große Ideengeberin, die Eva Maria. Weil dank der Idee von der Eva Maria waren wir ja im September, kurz vor Schulbeginn, beim Landrat Ulm gewesen, waren beim Oberbürgermeister Kirchstein gewesen und haben auch das Schulamt besucht, die Frau Dr. Haderlein. Und das, was wir da gemacht haben, das hat jetzt tatsächlich Schule gemacht. Das Nürnberger Land war schon beim Landrat, hat es aufgezeichnet. Die Steffi aus Gunzenhausen war bei ihrem Bürgermeister und hat da einen Unterstützer gefunden. In Gunzenhausen gibt es donnerstags wohl immer einen Markt und da dürfen sie jetzt einen Corona-Infostand auf dem Markt machen, jeden Donnerstagvormittag. Also ich will einfach mal wirklich zeigen, Leute, was ich da so an Informationen bekomme, was ich immer wieder ganz stolz erzählt bekomme. Ihr Forchheimer, ihr alle miteinander, ihr seid's, die das geschafft haben. Wir haben durch unsere 100 Demos am Stück, auch schon gehört am 29. August in Berlin, Forchheim ist deutschlandweit berühmt geworden. Also ich denke, es ist schon soweit, dass ihr alle auch was auf euch einbilden könnt. Dass ihr das nämlich mitmacht und immer wieder hier vorne mitsteht. Immer wieder ans Mikrofon geht, weil wenn ich alleine hier vorne stünd, wenn wir keine Redner haben, sondern die Demo machen für einen Austausch, ist das doof, wenn ich dann eine Stunde lang hier vorne alleine stehe. Deswegen brauche ich da immer eure Mithilfe und euren Input. Und zusammen wissen wir ja auch viel, viel mehr als nur einer. Deswegen jetzt nochmal die Aufforderung an euch, wer mag denn noch? Mit Kamera? Ja, okay. Okay.
Also ich möchte heute auch Positives berichten von den Forchheimern und deshalb als erstes, also ohne euer Engagement, Eva Maria Martin, wäre das alles nicht so wunderbar geworden. Ich kann nur sagen, es stimmt, die Forchheimer sind überall unterwegs. Es ist unglaublich. Ich durfte übrigens auch in Konstanz die Steffi aus Gunzenhausen treffen, die euch eben auch unglaublich lobend erwähnt hat. in der Friedenskette war ich in Meersburg, war mit dem Oliver Meisner im Bus unterwegs und habe zusätzlich zu den Busteilnehmern in Meersburg spontan noch ganz viele Forchheimer getroffen. Am nächsten Tag in Konstanz das gleiche Spiel, wieder ganz viele Forchheimer. Gleiches bei Nürnberg-Demos, München-Demos, wieder spontan ganz viele Forchheimer getroffen. Es ist toll, dieser Zusammenhalt ist unglaublich, dieses Miteinander, dieses echte Miteinander. Ich möchte noch gerne zwei positive Aspekte erzählen, wenn ich mit unseren Forchheimern hier rede, das ist unglaublich, was jeder für Aufklärungsarbeit leistet. Der eine in Facebook, der andere dort und der andere in persönlichen Gesprächen. Der eine geht auf junge Menschen zu, auf Gruppen von jungen Menschen, um sie nicht mit seiner Meinung zu überstülpen, sondern um sie neugierig zu machen. Finde ich ganz toll und die jungen Leute werden neugierig. Ich würde auch gerne zwei positive Erfahrungen eben aus meinen Erlebnissen ganz kurz schildern. Und zwar während, ich glaube es war zu Zeiten des Lockdowns schon, bin ich mit einer Nachbarin ins Gespräch gekommen, die ich bis dahin noch nicht kannte. Sie war nämlich gerade in Quarantäne. Hatte das Fenster auf, wir kamen ins Gespräch und wir tauschten uns natürlich über das leidige Thema aus und sie war damals natürlich für die Maßnahmen, weil sie war wohl Pflegeschwester oder Krankenschwester und von daher eben mehr auf der schulmedizinischen Seite und hat auch entsprechend gegenargumentiert. Wir haben vielleicht 3 Gespräche geführt, 4 Gespräche dieser Art am offenen Fenster. Und irgendwann habe ich sie mal wieder in der Stadt getroffen. Und dann meinte sie, wie geht's dir? Und dann sage ich, naja, nicht so gut, weil ich habe jetzt gerade in meinem Familienkreis eben eine entzückende alte Dame, die schrecklich unter der Einsamkeit leidet. Und sie meinte, aber das ist doch zum Wohl und zu ihrem Schutz und zum Schutz der anderen Menschen. Dann meinte ich, ja, an Einsamkeit kann man auch sterben. Daraufhin war sie schockiert, meinte, stimmt, wir trennten uns. Wochen später habe ich sie wieder getroffen. Witzigerweise an einem Tag, als Eva Maria mich gerade mit dem Duft von Rosen und Weihrauch eingehüllt hatte am Vormittag, stand sie plötzlich strahlend vor mir und meinte, übrigens, ich erzähle das, was Sie mir erzählt haben, meinen Pflegeschülerinnen. Das heißt, man weiß nie, wann eine Saat aufgeht, die man gesetzt hat. So ein Samenkorn, das träumt manchmal in der Erde und irgendwann trifft, was weiß ich, Regen und Sonnenschein drauf und plötzlich knospt es auf und fängt an zu wachsen.
Eine weitere mutmachende Geschichte, ein junger angehender Student hat mir geholfen, den Weg zu finden, denn mein Orientierungssinn ist de facto nicht existent. Hat gegoogelt und mir geholfen und hat mir dabei erzählt, dass er eben angehender Student für IT und Wirtschaftspsychologie ist. Und wir kamen natürlich wieder über das omnipotente und omnipräsente Thema ins Gespräch und ich spürte bei ihm Offenheit. Ich habe ihm meine Ansichten dargelegt, eben entsprechend unterfüttert mit Fakten. Und dann meinte er, ja, ich stimme Ihnen zwar nicht in allen Punkten zu, daraufhin meinte ich, das müssen Sie auch gar nicht, weil ich will niemandem meine Meinung überstülpen. Aber es war Offenheit da. Und bei der Gelegenheit habe ich ihm die Internetadresse von Luc Montagnier gegeben. Luc Montagnier ist ein Nobelpreisträger für Virologie. Der hat also gemeinsam mit einem Kollegen hat er den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung des HIV-Virus. Und diese Webseite sind angeschlossen mittlerweile 265 Professoren aus aller Welt und Lehrstuhlinhaber, also die Crème de la Crème. Übrigens auch Professor Ioannidis, also Stanford University, London, Kopenhagen, Israel, pipapo, alles. Und er hat sich diese Webseite notiert und wollte sich da mal informieren. Und ich hoffe, dass auch da vielleicht ein Samenkorn aufgeht, das sich vielleicht in eine Studentenschaft hineinträgt. Ja, also ich finde das, was eben Forchheim, jeder Einzelne an seinem Ort, an seinem Platz tut, sei es in der Arbeitsstelle, in der Schule, wo auch immer, unter Freunden, das ist grandios und ich bin stolz auf euch alle. Danke. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die Stunde rum? Und wir, ich habe heute einen neuen Lichtbringer. Sehr gut. Dann machen wir unseren Kreis. Ich kann zwischendrin noch schnell erzählen, hier vorne liegen noch ein paar Flyer von Bodo Schiffmann, Verzweifeln erlaubt. Es sind nicht mehr viele, aber ich denke so 100 Stück liegen hier noch. Wer mag, kann noch mitnehmen. Hier liegen auch noch ein paar Aufkleber, gibt Gates keine Chance. Und von den Klagepaten keine Visiten, kleine Visitenkärtchen sind hier noch. Und zu den Flyern habe ich von der Yvonne einen ganz tollen Vorschlag bekommen. Die hat einen kleinen Flyer nur mit Fragen aufgebaut. Den habe ich gestern Abend dann schnell umgesetzt in ein Druckformat. Nächste Woche werden wir also diese Flyer einseitig DIN A5 haben. Die Yvonne jetzt vorgeliefert hat, die werde ich dann jetzt auch in den Druck geben. Und der Uwe Zeiger wird von Bodo Schiffmann weitere Flyer bestellen. Also das so, was noch alles im Hintergrund läuft. Mögt ihr euch bitte erstmal noch zum Kreis aufstellen, weil sonst schaffen wir das hier mit dem Abschluss der Demo nicht. Kerze steht schon. Hier steht auch ziemlich gut. Noch nicht ganz. Machen wir noch einen kleinen Kreis in die Mitte, oder? Da außen wird es ein wenig eng. Machen wir noch einen Kreis in die Mitte, damit ihr genügend Abstand halten könnt.
Machen wir bitte einen zweiten Kreis hier innen drin. Jawohl, jetzt wird's. Dann müsst ihr auch ein bisschen oval machen, das gilt dann trotzdem. So, hat jetzt jeder einen Platz gefunden? Ja. Okay, ich glaube, langsam wird's. Dann schauen wir jetzt in die Mitte auf unsere Kerze und machen den Gedanken, das Licht der Kerze ist so riesengroß, dass es über die ganze Welt hinausstrahlt. Und tragen damit unser Motto nach draußen, für Frieden und Freiheit mit Liebe! Dankeschön. Danke, liebe Feuchheimer, dass ihr alle da wart und morgen um 11 Uhr wieder hier. Morgen also 11 Uhr merken, das ist fast wie Gottesdienst, oder? Morgen. Haben wir in unseren Reihen einen Pfarrer, der uns morgen irgendwas erzählen kann? Also wir sehen uns dann morgen um 11 Uhr und für die Flyer nochmal da vorne an den Tisch gehen. Und gerne auch unsere Glückskasse für die Flyer wieder füllen. Dankeschön. Ich habe es jetzt nicht gedacht.